EA. BioWare. Und wieder einmal herzlich willkommen zu Dragon Age 2. Nachdem wir vor kurzem erst durch die Demo getobt sind, ja, da geht es jetzt endlich an die vollständige Version, und zwar an die Signature Edition, die ab heute genau spielbar ist. Ja, wir tauchen wieder ein in die Abenteuer rund um Ferelden, aber diesmal spielen wir nicht den Grauen Wächter, sondern wir sind ein kleiner Bauernlümmel, der jetzt die Möglichkeit hat, quasi zu einem unglaublichen Champion aufzusteigen. Wie und was und warum und wer, das werden wir gleich erfahren nach dem Drücken auf die beliebige Taste. So, wir werden natürlich auch sämtliche DLCs spielen, das machen wir später, aber heute begnügen wir uns erstmal mit der Hauptkampagne. Ha, ich freue mich schon drauf. Ich habe noch nicht in die Vollversion reingeschaut, das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier gerade spiele. Also sozusagen komplett blind, und ich habe auch noch keine Ahnung von der Charaktererstellung. Das dürfte ja jetzt im Gegensatz zur Demo alles funktionieren. Also, neues Spiel, neues Glück. Obwohl sein Aufstieg an die Macht von Mythen umrankt ist, ist jetzt schon wieder der Ladebildschirm vorbei. So, hier können wir uns Klasse und Geschlecht auswählen. Wir haben hier zum Beispiel den Magier und hier die Magierin. Hier haben wir den Krieger, die Kriegerin. Wir können uns mal die Animation anschauen. Hier ist vom Magier zum Beispiel. Ein Wunderkind der arkanen Künste. Er ist mit gewaltiger Macht gesegnet, die ihn jedoch auch zu einem lohnenden Ziel für bösartige Geister macht. So, dann haben wir hier die Magierin. Bei der steht das Gleiche, nur halt in weiblich. Und hier haben wir den Krieger. Ein mächtiger Kämpfer, der sich... Ah, nee. Doch, war schon richtig. Ein mächtiger Kämpfer, der sich vor allem auf die Verwendung von Nahkampfwaffen konzentriert. Er kann hohen Schaden verursachen und verkraften. So, hier die Kriegerin ist eine mächtige Kämpferin. Und auch sie natürlich super an der Waffe, die zweimal so groß ist wie sie. Hier haben wir noch den Schurken, ein Meister der Verstohlenheit und des Schlösserknackens. In leichter Rüstung mit schnellen Klingen und Pfeilattacken bringt er seinen Gegnern den Tod aus den Schatten. Und die Schurken steht ihm in nichts nach, außer in der Frisur. Entschuldigung, ich habe das nicht so gemeint. So, und wir spielen aber natürlich den heldenhaften Krieger. EA präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Ich wurde auch schon freundlicher eingeladen. Ich bin Cassandra Pendergast, Sucherin der Kirche. Und nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen? Alles. Und zwar von Anfang an. Dragon Age 2! Es geht los!
So, wer bereits die Demo vom Let's Play, wer bereits das Let's Play von der Demo gesehen hat, der weiß, dass wir uns hier in der ersten Schlacht schlagen gegen die dunkle Brut. Wir werden sofort ins kalte Wasser geworfen und müssen schauen, wie wir hier zu Rande kommen. Wir haben bis jetzt freigeschaltet, frei bewegen, also gar nichts eigentlich. Ja, und ich würde mal sagen, dann legen wir so gleich mal los und metzeln ein paar Hurloks nieder. Genloks gibt es hier nicht, warum auch immer, das werden wir vielleicht rausfinden. Und wir gehen zuerst mal auf die Armbrustschützen. Und go! Stirb, Edelbrut! Und wir haben den ersten Skill-Move. Wir können jetzt nämlich, einerseits haben wir den mächtigen Schlag. Der Krieger springt in die Luft und donnert mit enormer Wucht auf seine Gegner herunter. Und wir haben jetzt auch die Sense. Der Krieger stürmt durch die feindlichen Linien und rennt alles um, was ihm im Wege steht. Ja, das werden wir gleich benutzen. Jetzt bleiben wir erstmal beim mächtigen Schlag bei Einzelgegnern. Und das sieht dann so aus. Also, Moment. So sieht es aus. Oh, und wir müssen da hinten mal der guten Dame helfen. Das war die Sense gerade und weiter geht's. Stirb, du elender Hörloch. Du Made. Wir können nicht ewig so weitermachen. Ich bin bei dir, sie aber auch nicht. Dann kämpfen wir. Ja, Mediel, ich bin auf jeden Fall bei dir. Wir werden es schaffen. Gemeinsam. Da kommen sie. Soll ich mich um sie kümmern? Nein, ich kümmere mich um sie. Du gestattest? Folgt meinem Beispiel! So, wen haben wir denn da? Ah, mit der Tab-Taste kann man jetzt wieder erfolgreich gucken, wo sich Gegner befinden, und zwar überall. Aber wir haben diesmal jetzt die Erschütterung. Wer einen Krieger schubst, muss mit Konsequenzen rechnen. Der Krieger rammt eine Waffe auf den Boden und wirft dadurch Feinde in der Nähe zurück. Dann haben wir noch Verhöhnen. Der Krieger zieht durch einen verspottenden Ruf die Aufmerksamkeit naher Gegner auf sich, wodurch sie Angriffe auf andere Verbündete sofort einstellen und sich stattdessen auf den Krieger konzentrieren. Dann haben wir noch den Knaufschlag, da können wir Gegner bewusstlos schlagen. Und wir haben noch den Wirbelsturm, wo wir quasi aus den Gegnern blutiges Konfetti machen. Das zeige ich mal hier. Ich lasse die Alte mal da hinten hinlaufen und wir machen jetzt gleich mal den Wirbelsturm. So, und jetzt helfen wir gleich der Alten nochmal. Matsch! Knaufschlag! So, der ist gleich weg. Und jetzt gehen wir direkt auf die Alte und machen hier mal... Also wir helfen der guten Dame. Wer ist das überhaupt? Bethany. Wir wissen ja alle noch gar nichts. Und jetzt werden wir sofort mal die Sense machen. Naja, hat nicht so viel gebracht. Und tschüss! Und hier auch nochmal. So, alter Schwede. Der ist eh gleich weg. Wen haben wir da? Die sind auch gleich weg. Und du auch. Und tschüss. So, und tschüss. Na los, stirb endlich, du feiger Hund. Na! Ach Mensch! Oh nein! Oh nein! Ogre! Ach du Scheiße! Ja, Ogre, tolle Idee. Ich würde sagen, erstmal mit Knaufschlag bewusstlos machen. Und jetzt alles drauf, was wir haben. Und verhöhnen, damit er schön... So, und unten nochmal Wirbelsturm. Und
Und da hinten nochmal ganz schnell aufräumen. Mist, wir haben keinen Wirbelsturm. Ich bleib mal kurz beim Oger. Hüa! Hüa! Die nehmen kein Ende. Sich nicht ereignet. Entspricht das etwa nicht dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Geschichten. Ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an! Ihr kanntet ihn schon noch, bevor er zum Champion wurde. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo er jetzt ist. Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Lass mich raten. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann. Der Champion stand im Zentrum all dessen, als es begann. Wo er auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden? Ganz bestimmt nicht. Ihr müsst die ganze Geschichte hören. Ladebildschirm. So, jetzt können wir uns endlich einen neuen Helden hier erstellen. Ich bin sehr gespannt auf den Charaktereditor. Hier gibt es ein paar voreingestellte Skins, die gucken wir uns mal an. Das ist der Hauptcharakter, den kennen wir ja, also wie er normalerweise aussieht. Hier ein bisschen Blut beschmiert, hier ein glatzköpfiger Recke. Und da können wir uns ganz nach Belieben hier alles zurecht machen. Ich guck mal ganz kurz. Haut, Haare, wieso kann man denn... Gut, also ich gehe jetzt mal hier, wir machen uns mal selber ein, ne? Damit wir das Let's Play hier in Sachen Bildungsauftrag auch komplett machen, werden wir uns jetzt schön gepflegt einen Krieger erstellen. So, die Hautbeschaffenheit... Mal gucken, das sieht schon... Ja, ich mach natürlich den strahlenden Helden, während Sarazar parallel den fiesen Magier spielt. Und deswegen werde ich hier den kleinen Strahlemann geben. Also wie auch im richtigen Leben, Sarazar ist da mehr so der zurückgezogene, düstere, fiese Möb. Und ich bin mehr so der... Naja, Typ. So, egal. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben an Tattoos. Ich weiß noch nicht, Tattoo-Farbe. Ich glaube, ich hätte gern eins, aber ein dezentes eher. Und währenddessen kann man sich auch an der Musik erfreuen. Boah, ich liebe die Musik bei Dragon Age. Haben wir denn kein Rot? Ich nehme mal das hier, ganz dezent angedeutet, so nehme ich das mal. So, Hautbeschaffenheit, Aussehen. Dann die Haare. Haare sind auch immer sehr schön. Ich gehe hier erstmal im Schnellverfahren alles durch. Das heißt, ihr könnt euch das auch alles angucken. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr das zockt, könnt ihr ganz nach Belieben euren eigenen Helden machen. Komm, mach ich hier so einen? Oder ist das ein bisschen... Nee, das ist zu elfisch, ne? Das ist ein bisschen zu... Das ist mir noch nicht hart genug. So eine Frisur... ich weiß ja nicht. Ich hätte gerne eine Langhaarfrisur, so ein bisschen längere Haare. Ohne aber dann... Ja, sowas zum Beispiel. Und Ingo Lenzenbart wäre natürlich jetzt richtig fantastisch. Boah, wäre das toll, jetzt mit dem Ingo Lenzenbart hier rumzulaufen. Aber natürlich geht das nicht. Ich hätte gern so einen angedeuteten Bart. Ich glaube, oder so einen hier, ne? So einen. Ja, doch, ich glaube, ich mache dann so einen.
Also ich werde mir den Charakter einfach so machen, wie ich ihn in Dragon Age Origins schon gespielt habe. Und dann werde ich ihn... Ereignisse in Dragon Age Origins. Held von Ferelden, Standardgeschichte, die Märtyrerin. Das gehen wir gleich durch. Ich dachte eigentlich, man kann sich den Helden importieren. Also zumindest das Aussehen, aber naja. Macht ja nichts. Wir erstellen uns den einfach trotzdem selbst. Boah, so ein Rentnerspiel hätte ich ja auch mal Bock drauf. Nee, das nimmt... Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht Dragon Age 2 jetzt als wirklich als Rentner durchspielen. Mit eingefallenem Gesicht und grauen Haaren und so. Aber ich glaube, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen... Ich weiß nicht, wenn man dann später ein bisschen flirten kann. Ich weiß nicht, ob das hier geht in Dragon Age 2. Dann wirkt das vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn der 80-jährige Oppes da mit der 20-jährigen Schankmaid, ne, und so. Naja, Augenbrauen soll er auch haben, der gute Mann. Ja, mal gucken, ein bisschen buschiger darf es ruhig sein. Ich würde mal sagen, so. Stoppeln immer gut. Ach, Stoppeln geht nur an oder aus. Und Braun, das ist ja die... Ach, das ist die Braun- und Stoppelfarbe. Na nü. So. Mal gucken. Aussehen... Gehen wir jetzt zu dem Aussehen zurück, dann die Augen. Was kann man denn da nicht verändern? Mund und Kiefer und Wangen kann man nicht verändern, warum auch immer. Die Augenform. Hallo? Ja, bleibe ich mal bei denen. Die Augengröße machen wir ein bisschen größer, oder? Sieht man das? Ja, sieht man. Ein bisschen größer, guck mich mal an. Dann den Augenabstand, ein bisschen enger beisammen. Augenhöhe. Mann, da kann man sich so lustige Charaktere machen. Das ist so verlockend. So, ach Mensch, Keanu Reeves, alte Sau. Wie geht's denn? Ihr könnt übrigens auch Promis nachbauen. Also Schauspieler, eure Lieblingsschauspieler oder so, ganz wie ihr wollt. So, die Brauentiefe. Ich weiß nicht, ob mit der Brauentiefe das hier gemeint ist. Ah, das ist die Stirn oben. Die lasse ich mal so. Und die Brauenhöhe. Machen wir den leicht melancholischen Blick wieder. Den hatten wir im ersten Teil schon. Also machen wir den hier auch. So, und die Nase. Ach Gottchen, was soll ich mit der Nase? Das sind ja 1000 Einstellungen. Nehme ich hier eine vorgefertigte Form? Hier, die hier. Da, doch, ich glaube, ich nehme einfach eine vorgefertigte Form. Oder ist die zu stupsig jetzt? Breite, Tiefe, Nasenhöhe, Nasengröße, Nasenspitze, Breite, Tiefe. Das müsste doch dann... So, dann kriegt er, naja... So, dann ist die nicht mehr ganz so stupsig. So, ich glaube, ich lasse den einfach so. So, schade, den Mund können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, ob es am Bart liegt oder auf einer Voreinstellung. Soll aber auch reichen. Und das Porträt, mal gucken. Immer wenn die Kamera von unten guckt, sieht es ein bisschen heldenhafter aus. Von oben ist dann so ein bisschen... Ja, anders. So sieht das so ein bisschen stolzer aus, wenn das Kinn von unten gezeigt wird. Und so geht das schon. Kameraentfernung, ja... So... So, und den Hintergrund noch ein bisschen entsprechend. Da wir ja gut sind, machen wir hier am besten, ich weiß nicht, so einen gelben vielleicht oder einen weißen. Ich guck mal. Ich mach mal diesen hier, oder? Komm, ich mach den gelben. Und der Name ist, ja, wie nennen wir ihn denn mal? Ich würde sagen... Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen... Ich könnte ihn jetzt nennen wie mein Krieger aus dem ersten Teil, aber das tue ich aus naheliegenden Gründen nicht. Und ich glaube, ich werde ihn einfach... Ja, Gronkh kann ich den nicht nennen. Gronkh ist ein klobiger, ungehobelter Steintroll. Das geht ja nicht.